Deutschland vertreten ist. Frankreich, klar, die stolze Riesensalon-Nation, die im Moment nicht so gut dasteht. Alexis Bain-Thureau, Position 8 als einziger Vertreter Frankreichs in den Top 5, in den Top 10 im Moment. Yves Jande von einer Verletzung zurückkommen. Letztes Jahr in diesem abgebrochenen Slalomversuch in Zagreb war er der Mann, der noch fahren musste, sich da eine Fußgelenkverletzung zuzog. Der Rest des Winters ausfiel. Ja, und da versucht er angreifend zu fahren. Er muss ein, zwei Tore mal ein bisschen ausschwingen. Und dann nochmal einen kleinen Umweg müssen in Kauf nehmen. Ein bisschen weit weg vom Tor auch. Grosser Rückstand. Durch die Verletzung im Vorwinter hat er mehr trainiert als die anderen Franzosen, die im Frühling allesamt eine lange Pause gemacht haben. Er hat schon früh im Sommer einige Trainingstage gemacht, um halt wieder die Sicherheit zu finden. Ein neues Schuhmodell zu finden. Er